Qualifikant Oskar Otte hat beim 250er Turnier in Stockholm eine Überraschung verpasst und ist trotz starker Leistung im Achtelfinale ausgeschieden. Nach knapp 2 Uhr 13 Stunden verwandelte Australian Open Viertelfinalist Hannes Sandgren USA seinen zweiten Matchball zum hart erkämpften 7:6, 7:4, 3:6, 6:3 gegen den Weltranglisten -193. Otte, der Kölner, dem 13. Ese gelang, hatte am Tag zuvor seine erste Partie überhaupt im Hauptfeld eines ATP-Events gewonnen. Der 25-Jährige hatte dabei, wie bereits in der Qualifikation, den Esten Jürgen Zopp bezwungen, der dann trotzdem als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war. Ottes vierter Doppelfehler besiegelte den Satzverlust. Otte zeigte auch gegen Sandgren eine starke Vorstellung. Als ihm im 11. Spiel des Auftaktdurchgangs das erste Break zum 6:5 gelang, winkte dem vorwiegend auf der unterklassigen Challenger-Tour spielenden Außenseiter der Satzgewinn. Doch in diesen Situationen ist auch vieles eine Sache der Erfahrung und der Nerven. Otte verlor sein folgendes Aufschlagspiel zu 0. Was bedeutete Ausgleich statt Satzgewinn? Im folgenden Tiebreak geriet der 1,96 m Schlags mit 1:3 in Rückstand, konnte aber zum 4:4 ausgleichen. Doch nach einer erfolglosen Challenge sah er sich zwei Satzbällen gegenüber. Mit seinem vierten Doppelfehler beendete Otte den Durchgang und konnte sich gegen den Weltranglisten -62. Sandgren erst einmal nicht belohnen. Der Weltranglisten -193. Kämpfte sich zurück, allerdings steckte die deutsche Nummer 13 trotz des Rückschlages nicht auf. Nachdem Otte dem US-Amerikaner aus Gallatin, Tennessee zum zweiten Mal das Service abnehmen konnte, baute er seine Führung rasch auf 4:1 aus. Den Vorsprung ließ sich Otte auf dem Songrekord der Royal Tennis Hall, Kungliga Tennishallen, nicht mehr nehmen. Die Vorentscheidung in Satz 3 fiel, als Sandgren sein insgesamt zweites Break zum 4:2 gelang, mit Breakball Nummer 7. Otte stemmte sich zwar gegen die Niederlage und hatte im folgenden Aufschlagspiel von Sandgren noch zweimal die Chance, die Scherte auszuwetzen. Es gelang ihm allerdings nicht. Trotzdem darf der 25-Jährige stolz wie Bolle auf seine Leistung in Stockholm sein. Kohlschreiber spielt am Donnerstag gegen Verdasco nach der kurzfristigen Absage von Peter Gojovcic München, der Auftaktniederlage von Maximilian Matera Nürnberg und dem Achtelfinalaus von Otte ist Philipp Kohlschreiber der letzte verbliebene Deutsche im Tableau. Der Augsburger trifft am Donnerstagnachmittag in der schwedischen Hauptstadt auf den an Position 8 gesetzten Spaniers Fernando Verdasco.